Grüezi miteinander, mein Name ist Benjamin Walder, ich bin Gemeinderatswetziger und kandidiere für die Grünen für den Kantonsrat. Wir sind jetzt hier gerade zu Wetziger vor dem Migro und machen eine Standaktion zu den bevorstehenden Abstimmungen. Neben mir steht Martin Neukomm, er ist Kantonsrat der Grünen und Regierungsratskandidat. Martin Neukomm, warum bist du gegen das Wassergesetz? Wir haben das Problem, die Artenvielfalt in der Schweiz ist abnehmend und gerade das Wasser ist sehr wichtig für die Artenvielfalt und das Gesetz, das behindert eigentlich, dass wir effektiven Gewässerschutz machen können. Es ist darum schlecht für die Natur und darum gehört das Wassergesetz abgelehnt. Marianne Schlatter, du bist Spitzenkandidatin von den Grünen für den Kantonsrat im Bezirk Kiwil und setzt dich sehr stark für die Zersiedlungsinitiative ein, die ja national zur Abstimmung kommt. Warum? Ja, einerseits habe ich mit der Kulturlandinitiative schon eine Initiative lanciert, wo es um das Thema Zersiedlung geht. Das ist so ein bisschen also mein Herzensthema. Und es wird jeden Monat in der Schweiz eine Fläche gleich gross wie der Pfäffikersee überbaut. Und ich glaube, jeder, der die Augen aufmacht und umschaut, sieht, dass die Raumplanungsinstrumente, die wir heute haben, nicht langen. Danke mal. Liebe Wetzigerinnen, liebe Wetziger, tun Sie sich selber eine Meinung zu den Abstimmungsthemen bilden und gehen Sie abstimmen am 10. Februar und wählen am 24. März. Danke vielmals.